Also mich interessiert am Thema Klimaschutz, wie man das jetzt regelt, auch mit den ganzen Autos. Mich interessiert, wie die Stadt der Zukunft mit dem Umweltschutz, genau, wie das irgendwie zusammen ist. Mich interessiert auch, wie die Häuser dann aussehen werden und ob es irgendwie zum Beispiel auf den Dächern noch irgendwie Bepflanzungen gibt. Und ob die meisten halt auch Fahrrad fahren und halt nicht so viele Autos fahren. Zickzack Zukunft. Wie kann man die Stadt der Zukunft denn auch klimagerechter machen? Also mit armen Leuten, die sich das nicht leisten können, zum Beispiel einen eigenen Garten zu haben oder so. Zum Beispiel, dass Parks und Grünflächen schneller zu erreichen sind. Dass man eigentlich gar keinen eigenen Garten oder keinen eigenen Balkon hat, aber zumindest einen Park, sagen wir mal, in 10 Minuten Entfernung zu Fuß. Dass man auch kein Auto benutzen muss, um hinzukommen. Also jedes Modul, seht ihr, hat einen anderen Code. Und wenn ihr das hier draufsetzt, dann erkennt die Kamera von unten das Modul. Genau, dann legt doch einfach mal los. Und da könnt ihr immer mal schauen, also wir haben gerade Verkehrssicherheit, ist noch nicht so ideal, Verkehrsdichte. Wir sind jetzt gerade auf dem Dach. Vom Futurium. Wieso sind hier eben keine Pflanzen auf dem Dach? Wir im Futurium versuchen so viel Energie wie möglich hier vor Ort zu produzieren. Und deswegen haben wir dann die Entscheidung getroffen, hier so viele Solarpaneele wie möglich auf das Dach zu stellen. Das heißt, wir produzieren ganz viel Energie vor Ort, sodass wir nicht so viel Energie aus dem öffentlichen Netz ziehen müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt jetzt auch besser wird, weil sich halt unsere Generation auch mehr arrangiert, zum Beispiel bei Fridays for Future. Und da sieht man halt, dass es uns halt auch ziemlich wichtig ist. Eine Idee war von uns beiden, dass man vielleicht auf dem Balkon Obst und Gemüse anpflanzt. Denn wenn die von weiter weg erstmal mit einem Lastwagen transportiert werden zum Supermarkt, dann verbraucht das ja auch nochmal halt CO2. Also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, auf dem eigenen Balkon genug anzubauen, dass eine ganze Familie sich davon ernähren kann. Deswegen haben sich ja landwirtschaftliche Betriebe, so wie sie heute sind, zum Beispiel entwickelt. Ja, und würde es auch helfen, wenn man einfach nur aus der Region Gemüse kauft? Genau. Das würde doch auch helfen, oder? Genau, denke ich auch. Also regionale Früchte, regionales Obst, muss ich überlegen, muss ich denn das ganze Jahr über Tomaten essen? Würde mir auch mehr Tiere auf jeden Fall in der Stadt wünschen. Meinst du nicht nur Haustiere, sondern auch Nutztiere, sowas wie Schafe, Schweine? Ja, genau. Genau. Gibt es auch so ein Konzept, das heißt Vertical Farming. Da werden quasi Hochhäuser gebaut, auch in der Stadt, um die Tiere in die Stadt zu holen. Und dann sind das vertikale Farmen, also Hochhausfarmen, wo die Tiere drin sind. Bienen sind ja für uns auch, sind ja auch für die Pflanzen insgesamt wichtig, weil die ja bestäuben und so. Wir finden es auch gut, wenn man Blumen pflanzt, dass man auch extra darauf achtet, dass die halt auch gut für Bienen sind. Also ich glaube, dein Ansatz ist richtig gut und es gibt auch immer wieder Aktivisten, die zum Beispiel mit sogenannten Flower Bombs durch die Stadt fahren und Grünflächen mit lokalen Gräsern und Kräutern, also mit den Samen bestreuen, sodass auf den Flächen quasi diese Gräser wachsen und dann für die Bienen einen Lebensraum bilden und Insekten. Beides ist ja für uns wichtig. Also ich weiß, was ich meine. Haus mit Garten. Ich habe ein Haus mit Garten. Auf kannst du nicht verzichten? Ja, ich habe ein Haus mit Garten. Ey, ich kann nicht auf Fleisch oder so. Ich weiß nicht. Schokolade könnte ich schon. Ja. Aber halt so irgendwie Fleisch. Kaffee in Einwegbechern, das kann doch man doch ganz leicht verzichten.